Na ihr Pissblagen, wir sind wieder da. Nein, ich mach nur Spaß, ihr seid doch meine kleinen Pupsis. Ja, ich hab euch alle lieb. Oh, ein Unterwasser Giant World Autoscroll Level. Was für eine coole Kombination mit schräg schießenden Bullet Bills. Ja, ich habe mein Cape zur Verteidigung. Und das Level hat ein Secret Exit. Also mehr individuell und verrückt geht wohl gerade nicht. Gucken, ob ich da rein kann. Nö. Also ist da schon mal kein Secret Exit. Und das war's mit Fische töten. Ist ja auch schön, dass man immer so nah ran muss und sich in Gefahr begeben muss. So, wir nehmen mal das. Dann nehmen wir das und dann doch wieder das, weil das ist das bessere Item. Ich habe den Verdacht, mal bis unten lang. Ich glaube, ich würde jetzt sterben, weil die Kamera wieder hochgescrollt ist. Stimmt, ich kann diese Viecher nicht töten damit. Ich kann nur Fische töten. Ja, die Musik ist ganz nett. Wir alle lieben Mario 64. Ist auch klar. Ich meine, ach, scheiße, gibt es irgendjemanden, der dieses Spiel nicht mag? Ich glaube nicht. So, hoffentlich ist hier noch ein Item drin. Wow, für diese Münze lohnt es sich ja zu sterben. Guck mal, wie ich jetzt sterben werde, weil... Vielleicht sterben würde, weil ich habe ja auch gerade nicht die Gelegenheit, mein Item mitzuholen. Da jetzt. Ich dachte, ich würde es wegkriegen. Es ist schwer. Ich meine, ich hatte ganz volle Items am Anfang, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Und trotzdem habe ich da so Schwierigkeiten. Da kann ich nicht hoch. So, ich hoffe, hier bin ich kurz sicher. Das ist eine Röhre. Ich kann tatsächlich auch rein. Das... Okay, das ist schon ein bisschen billig eigentlich. Das ist eine Röhre, geh mal rein. Ja, und dann hast du das Ding. Und das führt mich halt in eine Röhre, die nicht in eine Levelröhre ist. Und direkt zum Schloss. Aber wir wollen ja nicht zum Schloss. Ja, ich habe am Ende vom letzten Part erwähnt, es gibt noch irgendwo einen Switch. Der ist tatsächlich aber in 5... Warte mal, ist das 5-3? Ich glaube, in dem Level war ich noch nicht freigeschaltet. Irgendein Level, was ich noch nicht freigeschaltet habe, glaube ich. Also, kein Grund zur Sorge. Ich muss noch nichts nachholen. Ja, jetzt dürfen wir nur dieses wunderbare Level nochmal ganz von vorne machen. Ich darf die gar nicht berühren, ist das miese. Ne? Ich darf die nicht mal von unten, so wo ich auf die drauf knallen würde. Ah, das ist ja unfair. Und jetzt habe ich keine richtigen Power-Ups mehr. Ich bin noch groß, immerhin. Ja. Ich mag den Mario-Sprite. Diesen Mario Bros. 2 Mario. Ich mag den nicht mehr als den Original aus Super Mario World, aber es ist eine fresche Alternative. Den von Mario Bros. 3 zum Beispiel, der mit diesen Punktaugen. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt wisst, wovon ich gerade rede. Ein paar Filme noch nicht. Was? Der stirbt ja tatsächlich, wenn man ein paar Schüsse drauf macht. Ah, da muss ich bestimmt 5 Mal drauf schießen. Tja, darauf muss man auch was bekommen. Ich habe jetzt einfach nur aus Langeweile drauf geballert. Uah. Knappe Kiste. Okay. So, hier bin ich sicher, oder? Bin ich irgendwo sicher? Den aus Mario Bros. 3, den mag ich eigentlich am wenigsten so. Dann kommt der hier, glaube ich. Und dann das Mario World. Und dann... Ach ja, dann gibt es auch den von Super Mario Brothers tatsächlich. Also jetzt nicht von den 8-Bit, sondern von dem 16-Bit Remake. Ich glaube, der kommt noch. Ich glaube, den mag ich am allerwenigsten. Da hat der Mario eine rote Hose und ein blaues Overall. Nicht Overall, so ein T-Shirt an. Das finde ich geht gar nicht. Weil jeder weiß... Es muss umgekehrt sein. Vielleicht war es früher noch anders, dass er mal rote Hosen trug und so, aber wir kennen ihn alle mit blauer Hose und roten T-Shirts und anders will ich es gar nicht erst sehen. So, jetzt müssen wir nur dieses Ding hier surviven. Ich kann hier drauf stehen, obwohl hier gerade nichts ist. Also, oh Gott, hoffentlich bin ich hier sicher. Ich hoffe, der schießt nicht. Der linke schießt nicht, aber anscheinend ja nicht. Wobei... So, anscheinend schießen die nur von der einen Seite. Guck, stirbt der? Ja, irgendwann stirbt er. Ah, jetzt müssen wir ja warten. Also, ich weiß nicht, ob der jetzt nach rechts auch schießen kann. Ich glaube, die schießen echt immer nur nach links. Okay. Was für ein Level. Aber es muss doch bald ein Ende nehmen, oder? Ich meine, das kann jetzt nicht unendlich lang weitergehen. 5 Schüsse brauchen die. Hätte das echt erwartet oder so? Ich überhaupt nicht. Ja, das sieht doch wunderbar aus nach einem Ende. Von diesem Folgenlevel mit einem Boss. Echt? Oh, guck mal, der hat sogar eine Bossleiste. Hatte jeder Boss bis jetzt so eine Leiste? Weil da steht Boss 6. So, schießen ist schon mal nichts, ne, bei dem. Ja, oder ich hau einfach ab. Ich kann echt oben lang, aber... Wow, scheiße, das war jetzt doof. Kann ich... Ach, ich muss auf ihn drauf springen, toll. Wisst ihr, man kann unter Wasser auf gar keinen Gegner drauf landen. Der Bildschirm wird einfach dunkel. Ach, jetzt nicht mehr er. Custom Boss. Das musste ich mehr dazu sagen. So, drauf springen musst du auf einen Blooper, was noch nie der Fall war. Auf einen Blooper springen. Was für ein Unsinn. Und dann auf einmal, nachdem man ihn dreimal erwischt hat, jetzt nicht mehr. Nicht, dass er Stacheln oder so bekommen hat. Nein, einfach so.
nicht mehr. So voll ohne Sinn und Verstand. Hier, bitteschön. Ach du Scheiße. Ein Safe State, Alter. Könnt ihr so knicken, dass ich das ohne mache jetzt. Das ist so richtig Custom-Boss-mäßig, ne? So, ich schmeiß jetzt Hammer und... Da bin ich tot. Nee, also... Irgendwo hat das auch seine Grenzen natürlich. Also, bei Custom-Bossen... Oh, allgemein bei den Bossen in diesem Hack besonders. Mach ich hier generell mal ganz gerne einen Safe State. Manche sind machbar, manche überhaupt nicht. Ach, scheiße. Okay. Und der ist so einer... Mm-mm. Gar nicht. So, jetzt haben wir es aber. Ja, war ein bisschen assi. Der Boss ist vor allem am Ende dieses Levels ohne Checkpoint, ohne nix. Also, wenn ich das jetzt auf einer richtigen Super Nintendo spielen würde, das Spiel, ich würde schon echt oft Rage quitten, weil, naja, nicht. Da sind schon viele Momente dabei, die sich einfach nicht gehören. So, wieder mal Bros 2 Mucke, aber nicht vom Aussehen her. Kanonenkugeln, die aus Bowsers Clownskutsche eigentlich kommen, nur. Und jetzt sind sie auf einmal hier. Ich hoffe, ich lande auf Boden. Ja. Ich mag den Boden. Den Bodensprite. Der sieht schick aus. Und mal eine interessante Gegner. Wow, selbst die Wolke sieht cool aus. Ich meine, grafisch macht das Spiel echt alles richtig, glaube ich. Boah. So. Boah, okay. Spin Jump rettet jeden Tag. Ja. Boah, das Schwimmlevel war jetzt echt ein bisschen assi, so, ne? An sich war es ja okay, es war ein bisschen lang, ne, wegen dem Scrollen, aber das mit dem Boss, finde ich, ging ja gar nicht am Ende. Ach, scheiße, aber nicht weiter schlimm. Hier, zack, bin ich wieder raus. Ja. Ja, das sind so Momente, die echt das Spiel so ein bisschen kaputt machen, finde ich, weil, naja, ich lege auch, glaube ich, viel Wert darauf, dass man das ohne Safe States schaffen kann, wobei... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich da ein bisschen verändert, so, weil ich habe vorher einfach alles mit Safe States durchgemacht und einen Scheiß drauf gegeben, ob man es auch ohne schaffen könnte. Okay, so extrem jetzt auch nicht, aber schon mal ein bisschen Wert drauf gelegt, aber dennoch. Jetzt versuche ich es ja größtenteils ohne, wisst ihr, und dann merkt man das natürlich schon. Also beim Boss habe ich ja von vornherein eingemacht, weil ich ja genau wusste, dass ich mich auf irgendeinen Scheiß einlassen kann. Ja, das war ein nettes Level. Hab ein bisschen geschrien, hey, hier gibt's einen pinken Switch irgendwo, such mal. Aber der war noch nicht hier. Ich glaube, der war in 5-6 oder 5. Ne, 5-5. Hier ist er drin, hier in dem Level. So, also wir haben ein Secret Exit und wir haben einen Switch. Im Prinzip haben wir. Ach, scheiße. So, das und das. Im Prinzip haben wir echt drei Sachen, die wir hier erreichen müssen. Und das ist ganz schön viel. Ach, den erschieße ich einfach. Ich sehe, die Pflanzen brauchen wie 5 Schüsse, aber alles andere nur 1. Warum auch immer. Wow, kann ich überhaupt? Ah ja, okay. Plop. Aha, ich dachte, der trifft mich, aber das tut er nicht. Wo ich trotzdem ganz gerne mein Cape hätte irgendwie. Ja, vielleicht jetzt. Oder auch nicht. Oder jetzt und dann doch wieder nicht. So. Okay. Ja, ich habe jetzt auch nicht alle Röhren ausgecheckt. Ich weiß nicht, man kann ja an sich... Kann man die großen rein? Sind die so programmiert, dass man da rein kann? Ich weiß es gar nicht mal. Weil die sind ja eigentlich viel zu groß, so gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt normale Röhren durchgehen könnten. Und ich kann jetzt auch schlecht alles erschießen, so, ne? Vor allem die oberen Viecher. Ich bin zum Glück nicht vom Checkpoint gestorben. Da komme ich auch nicht rein. Oh, Beben. Nicht erwischt. Boah. Auch mal wieder so ein Level, wo man doch wieder Power-Ups mal kriegt, ne? So, alles töten. Der schießt im Weg oder hat keine Hämmer geworfen. Keine Ahnung, ob der verbuggt war. Boah, der ist ja richtig gut im Ausweichen. Aber guck mal, wenn die ja nach oben schmeißt, verschwinden die aus dem Bildschirm. Auch ein bisschen blöd gelaufen für ihn. Hätte er nicht getroffen werden, also sterben müssten, dafür würde ich auf ihn draufspringen, aber gut. Sehen wir mal drüber hinweg. Läuft hier einiges falsch. Oh, jetzt. Ah, okay, jetzt. Boah, es war riskant. So, entweder wir gehen runter oder weiter. Ich weiß es nicht. Man kann tatsächlich in große Rücken rein. So, war das jetzt ein Secret Exit? Oder war das jetzt ein Switch? Oder war es das Normal Exit? Eins von dem muss ja wohl sein. Sieht mir eigentlich nach... Muss ich da hochfliegen oder was?
Hey, komm schon, lass mich fliegen. Ey, hier muss es doch irgendwie weitergehen. Ach, okay, man muss rechts rein. Wie doof ist das denn? Scheiße, ist das jetzt jede Röhre, die ich bis jetzt ausprobiert habe? Bis auf die letzte vielleicht. War ja so, dass ich hier in der Mitte ausprobiert habe. Ich hätte hier tatsächlich immer links oder rechts ausprobieren müssen, weil das wahrscheinlich vom... Ihr müsst euch das so vorstellen. Das sind ja... so eine fette Röhre ist ja 4 Blöcke breit. Aber das zählt auch, glaube ich, als Normal Exit. Meine ich. Können wir jetzt noch ein Secret suchen. Das sind ja 4 Blöcke so gesehen. Ich töte den mal. So, Mario ist ein Block breit, sag ich mal. Nicht ein Pixel. Ein Pixel ist ein bisschen weniger. So, das sind 2 Blöcke. 1, 2. Und das sind 1, 2, 3, 4. So, und so eine normale Röhre mit normalem Durchgang hat ja, ist ja 2 Röhren. 2 Blöcke breit. Das heißt, es wäre ungefähr sowas und einmal sowas. Und dann wahrscheinlich hat er es dann so gesetzt, weil so in der Mitte... Nein, eigentlich hätte man so in der Mitte sitzen können. Ach, der hat es einfach verkackt. Kann ich nicht anders sagen. Ich wollte es rechtfertigen, was er da gemacht hat, aber er hat es verkackt, denke ich mal. So, jetzt müssen wir aber nach einem Secret Exit hier suchen, denke ich. Also ich glaube, das wird zählen als Normal Exit dennoch. Was wir hier fabriziert haben. Ach scheiße, aber das können wir wieder gut machen. Und hier kriege ich schon wieder eine Feuerblume. Tada. Ich kann auch nicht schießen, wenn ich außerhalb vom Bildschirm bin. Hört ihr meine wilden Schüsse, die nirgendwo ankommen? Genau wie seine Hämmer. Boah, die Stelle ist ja echt schön. Da habe ich echt keinen Bock, die alle durchzusuchen, um ehrlich zu sein. Ah, hat der mich erwischt. Gibt's doch nicht. Okay. Aber das Level ist großzügig. Es gibt mehr neue Power-Ups. Jetzt renne ich einfach weiter. Wow, vielleicht nicht so weit. Okay. Ich bin ein bisschen zu weit gestartet. Boah, scheiße. Ich will aber nicht hier hin. Ich komme zurück. Okay. Und jetzt hier mal weiter gucken. Nix. Wahrscheinlich. Münze, Münze, nix. Leben. Ich krieg's nicht mehr. Zu doof. Scheiße, wenn das das normale Ziel ist. Ich weiß nicht. Oder das andere zählt als Secret Exit, aber weiß ich nicht. Mal gucken. Stell ich mir eigentlich nicht so vor. Da ist eine Röhre. Oh, warte. Es zählt erstmal schon mal nicht als Secret Exit, aber wie komme ich denn in diese Röhre rein? Das ist jetzt eine gute Frage. Das war eben noch nicht da. Daran würde ich mich ändern. Das war eben noch nicht im Level. Dieses Cape. Das ist neu. Gerade dazugekommen. Okay, ich kann es mir etwa denken. Ich muss es bis zum Levelende behalten. Und dann wahrscheinlich irgendwo hinfliegen damit. Irgendwie drüber oder drunter, keine Ahnung. Klar, ich meine, ich hatte ja schon ein Cape ganz am Anfang in diesem Level, aber ich habe es nicht in diesem Level bekommen. Das ist... Das war da noch nicht. So, ich behalte jetzt einfach mal die Feuerblume bis zum Ende. Weil wenn ich die verliere, ist das keine Tragödie. Vor allem, ich verliere sie eh in diesem... Okay, diesmal nicht irgendwie. Was mache ich hier? Ach. Oh Gott, dass das nicht schief gegangen ist, wundert mich. Aber mega. So. Und... Hier rüber. Ja, dann muss ich jetzt gleich mal gucken. Also ich habe oft die Erfahrung, man kann irgendwie nicht übers Ziel, aber dann hin und wieder geht es dann doch auf einmal. Also rüberfliegen übers Ziel, meine ich. Also drunter wird ja wohl gar nicht gehen. Probieren wir es mal drüber. Okay, doch. Nein. Ich weiß nicht. Ich mache mal einen Rewind und ein Safe Set. Da werdet ihr mir nicht... Das werden wir, glaube ich, nicht übernehmen. Warum klappt das nicht? Oder unten drunter? Ne, es geht auch nicht. Das klappt auch nicht. Wie geht denn das dann? Es hat ja wohl den Zweck, dass ich hier bin. Da kommt eine Röhre am Ende. Ich verstehe es nicht. Nee. Scheiße, ich verstehe das nicht. Woanders hinfliegen und andere
Ich krieg das irgendwie nicht hin. Und den mit entziehen, den wird ja auch nicht die Lösung sein, oder? Ich krieg da noch ein Cape, das ist cool, aber... Ja, dann, keine Ahnung. Dann habe ich echt keine Ahnung. Tja, versuchen wir es doch mal für den nächsten Part rauszukriegen, wie das geht. Und dann, ja, kriegt ihr entweder Bescheid oder ich habe es dann noch nicht rausgefunden und wir machen hier weiter und machen es ein andermal. Aber eins von beiden dann, ne? Ich versuche dieses Rätsel zu lösen. Drück mir die Daumen. Bis dann.